Hi, Dev Media heißt euch herzlich willkommen. Das heutige Thema ist Senna und Sennerin. Von der Milch zum Käse. Senna? Was zum Himmels Willen ist das denn? Das ist ein Hirte. In Bayern heißt er Halter. Die Schweizer nennen sie Elbler und die Österreicher sagen eben Senna. In unserem Fall ist zum Beispiel kümmert sich der Senna um deine Kühe, die Milch, ja und um den Käse. Wie sieht ein echter Senna aus? Sie arbeiten alle auf der Alm. Jahrhunderte war das ein Job ausschließlich für Männer. Doch das gilt schon lange nicht mehr. Es gibt heute viele Sennerinnen auf den Almen. Frauen auf der Alm als Sennerin war historisch gesehen nicht immer so selbstverständlich. Zwischen den Jahren 1734 und 1756 wurde die Arbeit für Frauen als Sennerin von der katholischen Kirche streng verboten. Da sich dies nicht durchsetzen ließ, wurde 1767 verfügt, dass nur junge und unverheiratete Frauen nicht mehr auf die Almen durften. Ganz einfach, weil man Liebeleien und unsittliches Verhalten vermeiden wollte. Früher war das so, da mussten Mädchen und Frauen sich erst bei einem Geistlichen vorstellen und sich von ihm eine Erlaubnis holen. Diese Erlaubnis für die Tätigkeit als Sennerin hieß Wappelung. Nur damit durften sie auf die Alm. Hinfort damit. Seit dem 19. Jahrhundert ist die Sennerin in der romantischen Literatur ein Symbol für Freiheit und freie Liebe. Das ist auch nicht ganz falsch, denn Senner und Sennerin waren oft allein auf der einsamen Alm, ohne jegliche kirchliche Kontrolle. Dieses Leben dort oben war ihnen also erlaubt. Wann arbeiten die Senner? Nur im Sommer, von Juli bis September. Sennerin und Senner treiben ihre Herde durchs Berchtesgadener Land. Die Kühe tragen dann auch schon mal oft Fuikel und Latschenboschen. So nennt man den prächtigen Kronenkopfschmuck der Kühe. Den tragen sie schon mal 20 Kilometer auf ihrem Weg zur Alm. Fuikel vor allem, aber auch Latschenboschen. Der Kopfschmuck also wird aus dem Holz von kleinen Tannen und Fichten hergestellt. Sie bestehen aus feingehobelten Spänen, die in den verschiedensten Farben eingefärbt werden. Ein Kopfschmuck dauert ca. 30 Arbeitsstunden. Eine langwierige Arbeit. Dazu benötigt man richtiges Feingefühl. Eine falsche Bewegung und die Späne zersplittern. Welches ist unsere heutige Alm? Das ist die Karlbrunner Alm. Sie befindet sich zwischen 1450 bis 1600 Meter Höhe. Eine sehr große Alm an der österreichischen und bayerischen Grenze. Dort leben ca. 350 Kühe. Es ist also die größte Alm dieser Art, der Berchtesgadener Alm. Diese große Alm hat eine lange Tradition. Dort arbeiten 30 Bauern, 16 des Berchtesgadener Landes. Die anderen Bauern kommen aus Ramsau. Die Fläche umfasst 254 Hektar Land.
und es stehen dort 30 Hütten. Es ist ein Naturschutzgebiet, eine Hochalm im Berchtesgaden. Es ist eine Enklave. So nennt man Staatsgebiete, die vollständig von einem anderen Staat umschlossen sind. Die Karlbrunnenalm wurde 1386 erstmals urkundlich erwähnt. Heutzutage ist es ein Lieblingsziel für viele Wanderer. Die Alm lebt vom Tourismus. Jetzt besuchen wir einen Betrieb, der sich um den Almkäse kümmert. Ich war im letzten Sommer da und habe vieles Neues lernen können. Vielleicht wüsstet ihr das ja alles schon. Ich nicht. Darum kommt jetzt was? Mein GoPro-Bericht. Das war eine schöne kurvenreiche Strecke. Alles inmitten der Alpenkulisse von Österreich. Ja, ich bin hier aber noch nicht richtig. Ich müsste jetzt eine gute Stunde zur Alm wandern. Aus einer Stunde kann auch leicht 2 Stunden werden. Wenn ich eine Pause oder ein Nickerchen mache, vielleicht 3. Ja, dann gehe ich mich mal umziehen. Ich denke, 2 bis 3 Stunden ist wohl realistischer. So lange brauche ich, bis wir uns dort oben wiedersehen. Sehr bald. Nein! Oh! Sie sind jetzt schon da! Danke! Und tschüss! So, nun sitze ich mitten auf der Karlbrunnenalm. Normalerweise seht ihr hier eine Weide voller Kühe. Aber die sind doch alle im Stall und schlafen. Oder sie warten, denn um 16 Uhr beginnt die Melkzeit. Ach übrigens, Melker heißt hier Senner. Interessant, wa? Gleich treffe ich einen Mann, der sich sehr gut in LBG ausdrücken kann. Es ist also keine reine Diggers zu sehen, okay?
Diese Kuh heißt, wie heißt sie? Almrausch. Hier auf der Alm bekommt jede Kuh einen Namen. Zum Beispiel die heißt Amsel und die andere heißt Heidi. Die parken alle unter ihrem Namen. Oh, jetzt beginnt das Melken. Mein Gott, ist das schwer. Wie viel wiegt das? 3 bis 4 Kilo? Und das hier, sind das die Sauger? Boah, sind die schwer, diese Sauger.
So, nun sind alle Senner und Sennerinnen fertig mit dem Melken und die Kühe bewegen sich selbstständig und verteilen sich. Hier gibt es keine Zäune. Sie bewegen sich frei und mampfen alles Mögliche von der Wiese. Unsere neuen Kühe grasen nun mit allen Kühen der Nachbarschaft zusammen. Ein kollektives Miteinander. Unsere neuen und die Nachbarkühe waren mit ihrer Arbeit fast zur gleichen Zeit fertig und nun treffen sie als Herde aufeinander. Zwei junge Kälber sind auch dabei. Sie werden zwar noch nicht gemolken, aber sind immer dabei, um den Tagesablauf zu lernen. Das geht so lange, bis auch sie Mütter geworden sind. Da werden auch sie gemolken. Das ist reines Quellenwasser. Das fließt hier im Dauerbetrieb. Das Wasser wird aus der gesamten Umgebung hier reingeleitet. Das Wasser quillt aber nie über, denn es wird abgeleitet und es entsteht ein Flussbecken für alle. Fast jede Hütte besitzt sowas, denn hier gibt es sehr viele Quellen. Warum ist das so wichtig? Nach dem Grasen oder durch die Hitze können die Kühe hier ihren Durst stillen. Ihr seht, hier steht Käseverkauf. Nach dem Melken kommt die fertige Milch in die Käserei. Dort in der Hütte sind die Käsemacher. Man gebärdet hier Käse so. Kommt mit, ich zeig's euch. Oh, so ein Pech. Kann ich trotzdem rein und alles anschauen? Super, danke. Das, was wir jetzt sehen, nennt sich Käsekulturen. In die Kulturen kommen mesophile Stämme. Welchen Sinn hat das für Käse, Quark? Oder Frischkäse? Es gibt da unzählige verschiedene Variationen, Geschmacksrichtungen, aber vor allem soll dies eins bewirken. Es ist eine Fehlgärung zu vermeiden. Und genauso wie die Bildung von gesundheitsschädlichen Erregern. Sowas wäre nicht gut. Und dann kommt noch Lab hinzu, ein Gemisch aus dem Enzym Pepsin. Das bewirkt unter anderem das Ausfallen des Milcheiweiß. Kälber haben sowas in sich zur Verdauung der Muttermilch. Erwachsene Kühe haben so etwas nicht. Deshalb wird es in die Milch hinzugefügt. In der Käseherstellung ist Lab deshalb unverzichtbar, weil erst daraus Dickmilch entsteht und sie wird nicht so schnell sauer. Darum werden also Enzyme und Lab hinzugefügt.
Ihr seht, wie die Maschine nun rührt. Würde sie dies nicht machen, wäre alles umsonst und die Masse würde in sich zusammenfallen. Es würde eine klebrige Masse zurückbleiben. Ja, oder man macht daraus Quark. Jetzt dreht die Maschine etwa 30 Minuten. Der gesamte Prozess dauert 45 Minuten und die Dickmilch wird auf 52 Grad erwärmt. So entsteht der echte Käsebruch. Ist der Käsebruch soweit, muss man die Masse schnell rausholen. Das ist wirklich originell. Käse, der gerade mal Minuten alt ist, keine 2-3 Tage. Schmeckt ganz schön deftig und kräftig. Thank you.
Boah, das ist ganz schön heiß. Mit den Vorkühlen der Arme und der Wasser tut es am Ende nicht gleich so höllisch weh. Ich probiere es jetzt mal ohne. Oho, das ist aber heiß genug. Unser Käse ist also fast fertig. Er wird durch das Gewicht des Schwermetalls gefestigt. Durch den Druck fließt das Molkenwasser ab. Davon darf nichts im Käse übrig bleiben. Dieses Wasser nennt sich schlicht Molke oder Süßmolke. Thank you.
Der Käse muss von Anfang an warm bleiben. Nur so kann er reifen. Danach benötigt er 14 bis 17 Grad Celsius. Welches ist die beste Temperatur? Ich gehe jetzt mal rein in die gute Stube. Hier können Wanderer, Fahrradfahrer, Touristen sitzen, pausieren oder auch Käse kaufen. Man hat von hier, von den Bänken aus, eine schöne Aussicht auf die gigantischen Alpen. So, nun bin ich beim Käseverkauf. Darf ich mal kosten? Ich koste mal. Du, der riecht aber gut. Oh, und schmecken tut er. Oh, himmlisch. Das hier ist der Almkäse, der einzigartige. Super, super gut. Die Vergangenheit. Nee, sorry, ich meine, hier ist eine richtige Ausstellung über die Alm. Visuell sehr anspruchsvoll, mit viel historischen Hintergründen. Jetzt erzähle ich euch was über die Pflanzen hier auf der Karlbrunnenalm. Zum Beispiel die Selberdistel und Enzian. Aus den Enzianwurzeln brennt man Schnaps. Oh! Schnaps mit einer 40% Marke. Hier auf der Alm sind Silberdistel und Enzian ziemlich wichtige Symbole und Wahrzeichen. Es sind besondere Pflanzen.
Sehr vielseitig kann man die Enzianwurzel verwenden. Zum Beispiel können sie bei Verdauungsstörungen helfen. Oder tja, auch bei Tollwut. Oder zum Beispiel einen Hundebiss. Früher verwendete man Enzianwurzel auch als Zauberkraut gegen Hexen. Interessant, was? Die Silberdistel findet man sehr häufig auf der Alm. Warum das? Warum wächst sie hier so gut? Weil sie Stacheln haben und die Kühe sie deshalb nicht fressen können. Darum gedeihen sie hier sehr gut. Deshalb sind sie ein Symbol für die Alm. Die Silberdistel verrät einen auch, wie das Wetter gerade ist. Bei Sonnenschein und trockener Luft ist die Blüte offen. Ist die Luft dagegen feucht und schwül, ziehen die Blütenblätter sich zusammen und schließen sich. Ich habe überall nach einer Silberdistel und an einem Enzian gesucht, vergeblich. Man sagte mir, die Silberdistel wächst erst im August und wir haben jetzt Juli. Und der Enzian, ja, ich dachte, ich sah ihm eine, aber nee, das war falsch. Enzian wächst nur im Juni. Nochmal, Juni ist der Enzianmonat. Im Juli blühen alle anderen Pflanzen und im August der Silberdistelmonat. Pech gehabt. Ich bin zur falschen Zeit hergekommen. Egal, hier gibt es genug zu sehen. Wollt ihr mehr über die Pflanzen wissen, macht euch im Internet schlauer. So, das war's für heute. Wir sahen heute viel. Von der Molkerei über die Käserei bis zum Verkauf. Karlbrunn ist beliebtes Wanderziel und bei der Ankunft kann man leckeren Käse mampfen. Die gibt's nur hier. Es gibt nirgendwo in Deutschland sonst. Das finde ich vernünftig und ziehe den Hut vor dieser Tradition. Würde der Käse überall in Deutschland geliefert, wäre auf der Alm hier alles überfüllt. Von Kühen, von Sander, eine Molkereiverstopfung. Aber so bleibt alles ein schöner, traditioneller Ort. So, ich bin fertig. Nun gehe ich nun langsam die Alm wieder runter. Ja, zum Glück wird das nicht so anstrengend wie vorher rauf. Aber Wasser darf ich nicht vergessen. So, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Dev Media.